Also unbezahlbar bedeutet ja zum Beispiel für mich auch, dass man das nicht mit Geld bezahlen kann. Das heißt, man kann das nicht kaufen, man kriegt das geschenkt. Und das ist ja die Erfahrung, die viele in ihrem Leben gemacht haben. Also mir liegt wirklich der naturnahe Garten am Herzen. Und da verfolge ich ganz einfach die Idee, mir, für mich selbst, für die Familie, aber auch für die Pflanzen und Tiere so eine kleine Arche zu schaffen. Der Garten ist für mich und für meine Familie, vor allen Dingen auch für meine Enkel, ein wirklich kleines Refugium und unbezahlbar Land, weil wir hier viel gemeinsam erleben und das verbindet und das schafft Freude.